Ja, und nun zum Polizeieinsatz in Stuttgart, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden. Spezialeinsatzkräfte wollen zwei Männer festnehmen, mutmaßliche Kriminelle. Die versuchen, in ihrem Auto zu fliehen, überfahren dabei einen Beamten, der lebensgefährlich verletzt wird. Seine Kollegen eröffnen das Feuer. Die beiden Männer werden in Armen und Beinen getroffen und können festgenommen werden. Es war wie im Film. Am späten Abend ist ein Sondereinsatzkommando der Polizei mutmaßlichen Verbrechern auf der Spur. In Stuttgart auf einer Hauptverkehrsstraße kommt es zum Showdown. Die Polizisten versuchen zwei junge Männer mit Autos zu umstellen. Die mutmaßlichen Täter aber wollen nur ihre Haut retten. Rücksichtslos treten sie aufs Gas und überfahren einen Polizisten. Die anderen Polizisten eröffnen das Feuer. Unserem Kollegen geht es offensichtlich nicht besonders gut. Ich hörte zuletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt. Von den beiden verletzten Tätern wissen wir, dass sie nach jetzigem Stand, mit Vorsicht gesagt, zwei Steckschüsse erlitten haben. Aber wo genau, kann ich nicht sagen. Sie dürften sicherlich auch entsprechend schwere Verletzungen erlitten haben. Augenzeugen berichten von 6 Schüssen. Inzwischen weiß man, die jungen Männer werden von mehreren Kugeln getroffen, in Arme und Beine. Auch sie werden ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Männer wurde im Zusammenhang mit Rauschgifthandel ermittelt. Augenzeugen reagierten verstört. Also ich wohne hier bei meinem Onkel. Es war zwischen 20 Uhr, kurz vor 21 Uhr oder sowas, ungefähr circa. Da wurde nur geschrien, Hilfe, Hilfe, nicht, nein, nein. Und dann sind Schüsse ausgefallen, es sind circa 5-6 Schüsse. Da hat man niemanden gesehen, kein Täter, nichts. Ich habe halt die Schüsse gehört. Es waren so, als wenn es 6 Schüsse wären. Also nach dem 5. so Unterbrechung. Und dann ist nochmal einer nachgefolgt. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal gucken. Da lag einer so halb am Auto dran. Das war anscheinend dann einer von denen, der in den Schusswechsel reingeraten ist. Und den haben sie so schnell wie möglich vom Auto weggezerrt. Und unterm Auto lag dann halt anscheinend der Polizist. Das hat man dann, wie gesagt, über die sozialen Kanäle erfahren. Einen islamistischen Hintergrund kann die Polizei definitiv ausschließen. Der Polizist, der überfahren wurde, befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.